Gut, dann starten wir. Für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Franzi, das ist Tina. Tina begleitet mich heute. Wir machen heute mit euch eine schöne Bauchbeine-Po-Stunde. Schwerpunktmäßig steht heute der Bauch auf dem Programm. Das bedeutet, wir haben schöne Übungen für den Bauch für euch vorbereitet. Wir starten natürlich wie immer mit einem kleinen Warm-up. Danach gibt es einen schönen Kräftigungsteil für Bauch, Beine und Po. Wir haben immer eine Belastungszeit von roundabout 30 Sekunden, 15 Sekunden Pause und das Ganze wiederholen wir wie oft? Dreimal. Gute Idee. Das Ganze wiederholen wir heute dreimal. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Wenn nicht, dann sollte sie gleich spätestens nach 5 Minuten da sein. Ihr braucht auf jeden Fall eine Matte, ein gutes Getränk in eurer Hand und ja, ansonsten einfach jetzt nur 45 Minuten Zeit, um mit uns ein bisschen Sport zu machen. Wir wünschen euch viel Spaß und legen jetzt direkt los. Mit einem kleinen Warm-up starten wir. So, okay, starten wir ganz moderat. Jetzt habe ich mein Getränk vergessen. Ich bin ja auch ein Held mal wieder. Okay, ihr öffnet eure Füße, Fußspitzen schauen nach außen. Wir beginnen, unsere Schultern locker zu kreisen. Genau. Lasst mal die Knie schön locker und zieht mal die Schultern schön zurück. Noch 8 und 7, 6 mehr. Oh, es ist schon so lange her, Tina. Das war das letzte Mal. Genau. Während Corona haben Tina und ich eigentlich jeden Tag zusammen unterrichtet vor der Kamera. Jetzt haben wir natürlich wieder, nimm mal den einen Arm, voll wieder im Live-Unterricht. Und deswegen kommen wir so selten dazu, mal wieder gemeinsam Sport zu machen. Deswegen genießen wir das beide heute umso mehr. Und das Ganze mit dem anderen Arm. Los geht's. 7 mal. 6 mehr. Und die letzten 4 Schritte. Noch 4. 3 mehr. 2 mal. Zieht mal eure Arme lang im Wechsel nach oben. Lang. Ihr habt natürlich während der gesamten Runde immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Wir machen noch 8 Stück mehr. Die letzten. 7. Yep. Noch 6. 5 mehr. Nur noch 4 mal. Und noch 3. Unsere Arme gehen diagonal tief. Tief, tief. Streckt mal den anderen Arm lang nach hinten aus. 4 mehr. 3 mehr. 2 mal. Bleibt mal seitlich und jetzt drehen wir uns mal zur Seite. Lasst mal die hinteren Ferse oben und von hier aus gehen wir aktiv tief und hoch. Tief hoch. Die letzten 8 mal mehr. 7, 6 noch. Und die letzten 4 Stück. Noch 3, 2 mehr. Ihr winkelt die Arme an, kommt mal noch ein Stück tiefer
mehr. Drei mehr. Zweimal noch. Ein falsches Side. Lass die Beine geöffnet. Und ihr verlagert. Tap, tap, tap. Sehr gut. Jetzt nehmen wir auch hier die Arme mit und schwingen. Ganz locker. Acht haben wir noch. Und die letzten sieben. Yep. Sechs mehr. Fünf. Vier. Drei mehr. Zwei noch. Drei. Achtung, jetzt ziehen die Arme schön hoch. Beide gleichzeitig. Macht euch schön lang. Gut, noch vier Stück mehr. Viermal. Drei mehr. Zweimal. Zieht mal die Arme in langen Hebel. Nach vorn. Genau. Tap, tap, tap. Und die letzten. Noch drei. Zweimal. Wir mobilisieren die Knie mit einem Lenken. Jawohl. Einfach schön entspannt von links nach rechts. Sehr gut. Jetzt ziehen wir mal die Knie seitlich hoch. Und dreht mal euren Oberkörper leicht mit ein. Vier mehr. Drei mehr. Zwei. Eure Knie kommen zur Mitte. Sehr schön. Zieht. Hoch. Hoch. Und die letzten. Viermal. Drei mehr. Nur noch. Zwei Stück. Wir marschieren mal locker am Platz. Jetzt öffnet ihr mal eure Beine ein bisschen weiter. Lasst mal die Fußspitzen nach außen schauen. Bringt die Arme hoch auf Schulterhöhe. Und startet mit einer Rotation. Genau. Schaut mal den hinteren Ellenbogen nach. Vier. Drei mehr. Zwei. Okay, wir starten mit einem Squat. Ihr geht tief und hoch. Schiebt mal euren Po schön tief und wieder nach oben. Genau. Kommt tief, hoch. Eure Knie schauen leicht nach außen und ihr belastet beide Füße gleichmäßig. Das machen wir noch viermal mehr jetzt. Viermal. Drei, die letzten, zwei mehr. Bleibt noch einmal mit uns tief. Setzt eure Hände ab und streckt und beugt die Beine hoch und tief. Unser Warm-up ist gleich durch. Und dann starten wir auch gleich mit der ersten Runde. Aber davon machen wir noch vier Stück mehr jetzt. Kommt. Noch vier. Drei. Zwei mehr, der letzte. Und wir rollen uns einmal auf. Sehr gut. Das war unser Warm-up. Wir starten mit der ersten Runde. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid startklar. Wir starten ganz entspannt mit einem Squat rechts, Squat links. Schaut einmal zu, ihr geht. Öffnet. Seite. Macht mit. Tief und tief und macht weiter. Perfekt. Hinten machen wir noch. Noch acht. Okay. Sieben. Sechs. Und ihr geht nur so tief, wie es für euch passt. Spannt den Beckenboden an. Zieht den Bauchnabel nach innen. So, jetzt lasst mal die Beine geöffnet. Feder. Acht. Sieben. Sechs. Entspannt den Schultergürtel. Noch vier. Drei. Zwei mehr, der letzte. Und einmal hochkommen. Gut. Beide Füße schön weit schließen. Kommt mal tief. So, passt auf. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr wollt mit eurem Po einen Volleyball hochpritschen. Also, zack. Das ist die Bewegung. Zack. Macht mit. Komm. Hoch, tief. Die sieht ein bisschen lustig aus, die Übung, aber sie ist sehr effektiv. Schiebt mal richtig schön. Hoch, tief. Und lasst euren richtig lang. Wir geben euch noch 8. Noch 8. 7. 6. Yep. 5 mehr. Die letzten 4. 4 noch. 3.
eure Füße zurück. Wir starten mit einer Schulter-Tap. Eure Hüfte, die lasst ihr schön neutral in der Mitte. Macht es in eurem eigenen Tempo. Tap, tap, tap. Auch hier machen wir noch 8 Stück mehr. Noch 8, 7, 6, 5 mal. Und 4, 3. Wir drehen uns gleich einmal seitlich zu euch. Jetzt. Und jetzt geht es weiter mit einem Kniel langsam. Zieh und zieh. Mach weiter. Schaut mal, der Rücken ist richtig schön stabil. Ganz fest. Zieh den Bauchnabel richtig schön nach innen. Das gibt noch mehr Stabilität im Lendenwirbelbereich. Und die Halswirbelsäule, die stabilisiert ihr richtig schön. Ja? Komm, ich schaffe noch 8, 7, 6, 5 mehr, letzte 4, und 3, 2 mehr, 3, bleibt einmal mit uns in der Plank und von hier aus wandert mal mit den Händen zu den Füßen und dann richten wir uns auf. Sehr gut, das war Runde 1. Ich muss einmal kurz wischen. Okay, wir beginnen mit Runde 2. Ihr seid hoffentlich stark klar und bereit. Mit einem Squat geht es weiter. Jetzt, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch hier schaffen wir noch 8 Stück mehr. Noch 8, 7, die letzten. 6 noch, genau. 5, dass die Wirbelsäule schön aufgerichtet und den Scheitelpunkt immer zur Decke gerichtet. Ihr wisst, was kommt, oder? Double time tief. Komm. Und tief. Ja. 6, 5 mehr. Weiter. 4 und 3 noch. Sehr gut. 2. Füße schließen. So, ab ans Volleyballfeld. Beide Füße schön gleichmäßig belasten. Und jetzt nochmal langsam den Po. Hoch, tief. Schieb den Po schön hoch und tief. 1, 2, 3, 4, weiter. 5, 6. Und damit es so richtig schön zwiebelt, machen wir das Ganze im doppelten Tempo. Komm. 7, 6, 5 mehr, 4, 3, 2 noch und halt es auf. Habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze schneller zu machen. Das sieht so aus. Tap, 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 tap. 8. Tina macht die moderate Variante. Ich arbeite etwas zügiger. Du wählst deine Variante. 4 noch. 3 mehr. 2 mehr. Und wir drehen uns wieder, damit ihr uns besser sehen könnt. Und zieht. Let's go. Wenn ihr das Knie ranzieht, atmet ihr schön aus. Das ist wichtig. Ja, komm. Komm. 7, 6, 5. Weiter. 4, 3, 2. Und wir wandern mit den Händen wieder ran. Komm. Eieiei. Eins schaffen wir noch. Alle guten Dinge. 3, komm. Wir beginnen.
schön machen können hier vor der Stunde. Aber ich habe ja schon eine Stunde Sport gemacht und es war so ein bisschen wilder, deswegen hatte ich nicht mehr die Zeit, mir die Haare nochmal schön zu machen. Machen wir dann 8. Und 7. Gut. 6. 5 mehr. Nur noch. 4. Jawohl. 3. 2 mehr. Und jetzt? Schieb den Push in die. 5 mehr. Sehr gut. 4. 3 noch. 2. Und halte. Ja. Hände. Weg. Oh Mann. Kaum ist Tina dran. Ich hab schon vergessen die Hälfte, weil ich weiß, ob Tina ist verlassen. Okay. Wir beginnen jetzt. Damit nochmal 12 Minuten effektivem Bauchtraining. Kommt mit uns einfach mal in den Vierfüßler, in den Vierfüßlerstand nach unten. So, die Musik wird ein bisschen langsamer. Okay, pass auf. Eine sehr schöne, ganz ruhige, aber sehr effektive Übung für den Po. Ihr positioniert die Hände unter euren Schultern. So, auf den Schultergürtel rausstützen und jetzt machen wir mal Folgendes. Streckt mal das linke Bein aus und jetzt zieht ihr mal das Knie hier seitlich ran und dann dreht ihr das Bein wieder nach hinten, aber so weit, dass die Hüftknochen immer wieder nach unten zur Matte schauen. Also es ist wirklich nur eine minimale Bewegung, die aber sehr, sehr effektiv ist. Ja? Ihr zieht und dreht das Becken. Aufdrehen und wieder eindrehen. Und dabei die Fußspitze pointen. Das heißt, die Fußspitze schön lang strecken. Genau. Versucht es mal wirklich mit Kraft zu machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr etwas zügiger arbeiten. Zieht. Zieht. Aber immer wieder die kleine Drehung in der Hüfte vornehmen. Ja? Zieht. Lang. Genau. Okay, Tina macht, ich finde sie eigentlich auch schöner langsam, deswegen macht sie auch langsam mit. Ihr müsst euch auch nicht am Takt der Musik orientieren, macht einfach in eurem Tempo. So, letztes Mal und jetzt bleibt hier und jetzt kurze, kleine, schnelle. Aus dem Schultergürtel rausstützen,
Stabilisiert eure Halswirbelsäule. Noch 4, 3, 2 und stopp. Gleiches Spiel, anderes Bein. 3, 2, 1, los geht's. Genau. Ziehen und strecken. Genau, also hier, nochmal weiter, Tina. Die Hüfte dreht sich hier ein. Wenn ihr wollt, macht es jetzt ein bisschen schneller.
schneller. Achtung. Zieht, streckt. Zieht, streckt. Und immer wieder die Hüfte eindrehen und den Po fest anspannen. Die letzten Kraft. Noch 8, 7, 6. Langer Fuß. 5. Gestreckte Ellenbogen. 4. Und 3. 2. Bleibt lang ausgestreckt. Und nochmal kurze. Komplette Po fest anspannen. Noch 6. Jawohl. Mehr. Boah, spürst du das auch schon wieder? Ja, gut. 3, 2, der letzte und stopp. Gut. Einmal langfassen. Und dann geht es weiter noch einmal mit der Unterarmflächen. Macht euch stark klar. Handflächen entweder flach oder nach innen und wir halten. Ganz wichtig wieder, schaut optimal. Der Po ist hier nicht höher, sondern optimalerweise ist der Po mit den Schultern auf einer Linie. Okay? Und den Bauchnabel schön nach innen ziehen. Mit jeder Ausatmung wandert der Bauchnabel rein in Richtung Wirbelsäule. Genau. Die Halswirbelsäule ist stabil. Wenn ihr jetzt mehr wollt, schiebt Po zurück. Po zurück. Jetzt machen wir noch 8 mal mehr. 7. 6, 5, 4, 3, 2, der letzte und stopp. Sehr gut. Dreht euch mit uns auf den Rücken. So, passt auf. Also, Tina hat sich welche Übung gehört zu den Maikäfer, ne? Ja. Genau, den haben wir auch lange nicht gemacht. Wie kann man die noch nicht? Egal, wir nennen jetzt mal Maikäfer. Ihr bringt die Beine nach oben und jetzt bringt ihr mal die Arme mit. Legt mal euer Kinn aus der Brust ab und jetzt schiebt ihr ein Bein nach vorne und ihr wechselt. Danke. Passt mal auf, ihr macht mal so weiter. Ich zeige euch, wenn es zu viel ist, ne? Dann habt ihr auch die Möglichkeit, die Beine von unten hochzuziehen. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Weiter. Sehr gut. Macht es in eurem Tempo. Das Kinn bleibt auf der Brust und die Arme und die Beine schön lang. Zieht. Zieht. Das machen wir noch 8 mal mehr jetzt. 8, 7. Denkt immer schön an eure Atmung. Wenn das Bein tief geht, atmet ihr aus. 4, 3, 2. Der letzte. Eine kurze Pause, einmal absetzen. Sehr gut. Nächste Übung, Variante 1. Passt auf, Variante 1. Die Füße nach oben strecken, aber schön zur Seite. Variante 2, die Füße ins V nach oben bringen und dann 4 diagonal zu den Fußspitzen tappen. Also du wählst deine Variante entweder von unten nach oben oder die Beine bleiben hier. Let's go. Zack, zack, zieh hoch und tief, hoch, tief. Lass deine Beine schön geöffnet und wenn du hochkommst, nimm deine Atmung mit. 8 noch. 7. 6. Die letzten. Noch 4. 3 mehr. 2 noch. Und letzter Pause. Jetzt komm einmal hoch. Unterarme einmal ablegen. Handflächen ablegen. Eigentlich so eine sehr chillige Position, wie als würdest du jetzt im Sommer auf der Strandliege liegen. Schön Pina Colada in deiner Hand halten. Was? Nein, natürlich ein erfrischendes Zitronensprudelwasser. Natürlich. Die Beine kommen nach vorn. Und jetzt, pass auf. Zack, zack, zack. Hopp, hopp. Lass den Schultergürtel schön runtergedrückt. Der Bauchnabel zieht nach innen.
noch vier. Wenn es dir zu viel ist, kannst du die Beine auch rangezogen lassen. Das gibt dann deinem unteren Rücken etwas mehr Stabilität. Du entscheidest, wie lang dein Hebel wird. Ja, entweder du lässt die Beine angewinkelt, optional lässt du sie lang. Drei noch. Zwei mehr. Und wenn du jetzt strong genug bist, dann schiebst du deine Arme nach vorne und machst hier weiter. Komm. Und zack, zack, zack. Mach noch. Vier. Drei mehr. Zwei. Kurze Pause und einmal ablegen. Durchatmen. Das war mehr oder weniger schon die dritte Übung, aber ich gebe dir noch eine dazu. Wir machen jetzt noch, weil wir eben deine erste hatten. Mike, lieber, mir ist zu viel. Also, bring die Beine nach oben. Schau her. Diese Übung kennt ihr. Zack, zack und halten. Ihr geht. Schnell, schnell und langsam. Variante 2. Wenn du weniger möchtest, zieh einfach deine Füße von unten nach oben. Zeit beginnt. Zack, zack und halten. Zack, zack und halte. Sieg, sieg, halte. Weiter, komm. Sieg, sieg. Das machen wir noch viermal. Noch vier. Drei. Zwei. Und letzter Stopp. Okay, einmal durchatmen, streck die Arme gerne einmal lang hinter deinem Kopf aus, schieb gerne einmal deinen Bauch ein bisschen in die Luft, also heb deinen unteren Rücken leicht von der Matte weg, Bauchdecke einmal zur Decke schieben und dann geht es weiter mit Runde 2. Dazu starten wir wieder, Füße nach oben und wir kommen in den Maikäfer, let's go, komm. Zack, Kinn auf der Brust ablegen, die Arme schön entgegengesetzt mitziehen. Wenn es dir zu viel ist, kannst du natürlich auch immer den Kopf mit einer Hand stabilisieren. Und wenn du weniger möchtest, hast du auch hier noch die Möglichkeit, über den Hebel deiner Beine zu arbeiten. Das machst du so, wie es passt, ja? Noch 8, 7, 6. Denk an die Atmung, mach noch 4, 3 mehr, 2, letzter, kurze Pause, absetzen. Okay, zweite Übung, Füße öffnen. Tina, wir müssen beide gleich überlegen. Die Fußspitzen, schaut mal her. Also die Beine sind geöffnet, wie so ein V, ja? Und jetzt nochmal zu den Fußspitzen. Los geht's. Komm. Zieht. Genau. Ich mache die fortgeschrittene Variante. Tina macht die Basic-Variante. Genau. Zieh hoch. Arbeite ohne Schwung. Arbeite schön mit Kraft. Zieht. Zieht. Und wir haben noch 8 Stück mehr. Komm. Noch 8. 7. 6, 5 mal, 4, 3 mehr, 2, der letzte und kurze Pause. Sehr gut, jetzt einmal nach oben kommen, Unterarme ablegen. Wichtig, hier nicht einsacken zwischen den Schulterblättern, sondern schön stabil bleiben. So, Füße nach oben und jetzt, zack. Genau. Schön aktiv und denk an die Atmung. Und wie gesagt, die Intensität kannst du über den Hebel verändern. Wir machen die letzten 8 Stück mehr. Jetzt noch. Noch 8, 7, 6, boah, komm, 5, nur noch 4, 3 und 2. Wenn du magst, schieb die Arme nochmal vor für die letzten 8, 7, 6, gleich geschafft. 5 mehr. Nur noch. 4 Stück. 3, 2 und schau. Oh, yeah. Habt ihr auch ein bisschen Schmerzen? So ein bisschen? Ich habe ein bisschen Schmerzen, du auch? Okay. Übung 4, Beine parallel. Und wir ziehen. Los geht's.
halten. Komm. Zieh, zieh und halte nochmal. Mach entweder meine Variante oder Tinas Variante. Schön ausatmen. Komm. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und stopp. Einmal die Arme lang. Habt ihr noch gute Laune? Jo. Na klar. Okay. Okay, wir sind hier heute nicht nur zu zweit. Ihr hört im Hintergrund vielleicht auch immer noch Verena. Die hat unten gerade eine Tabata-Langhantelstunde. Also wir können sie gut hören. Okay. Also, das war Runde 2. Zum Schluss, Runde 3 und damit eure letzte. Macht euch bereit. Zeit beginnt. Arme hoch, Beine mit und zack, kommt. Endspurt. Zieht. Zieht. Wenn ihr mehr möchtet, könnt ihr natürlich auch schneller arbeiten. Macht es so, wie es für euch passt. Kommt. Noch 7. Noch 6. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, den Kopf eigenständig zu halten, legt die Hände hinterm Kopf ab. So, jetzt die Arme nach vorn und nochmal. 8, schneller. Zack. 7. Noch 6. 5. Weiter. 4. 3. 2. Stopp. Diagonal. Bringt nochmal die Füße nach oben in ein V. Hände hinter den Kopf. Und wir beginnen. Zieht diagonal hoch und tief. Kommt. 1, 2, 3. Versucht euch möglichst lang hoch zu ziehen. Und wenn ihr könnt, dann berührt eure Fußspitzen. Sehr gut. Komm, wir geben euch noch 8 Stück mehr. 8. Und jubel noch. Nur noch. 6. Yep. 5. Die letzten. 4 mehr. Gleich sind wir durch. 3. 2 und letzter. Tina, du bist so fix heute. Ich muss meine Hand nicht zurecht. Ach so. Zack, zack, zack. Okay. Unter dem Rücken liegt nochmal. Stützt euch ab. Füße hoch. Und wir starten jetzt. Zack, komm. Zieht, zieht, zieht. Legt das Kinn auf der Brust ab. Das ist unsere letzte Runde. Wir haben es gleich geschafft. Schön aus dem Schultergürtel rausstützen. 8 haben wir noch. 7 mehr. 6. 5. Noch 4. 3. Und 2 mehr. Der letzte. Stopp. Oh Gott. Wieso strengt mich das denn so an heute? Ich weiß es auch nicht. Oh, ich weiß es auch nicht. Das liegt wahrscheinlich am Wetterumschwung oder so, ne? Man hat irgendwie immer, für irgendwas hat man immer eine Ausrede. Entweder schlecht geschlafen, zu schlecht gegessen oder Wetter. Ja, irgendwas ist immer. Okay, letzte Runde, kommt. Diagonal. Zack, zack und nochmal. Schön atmen. Zieht, zieht. Wenn ihr hier eure Knie ranzieht, zieht sie mal nicht weiter als bis zu eurer Hüfte. Und arbeitet schön aktiv aus dem Oberkörper. Nochmal. Zieht, zieht, lang. Let's go. Zieht, zieht, lang. Nochmal. Kurz, kurz. Komm, Leute, wir haben es gleich geschafft. Gebt uns die letzten 4 Wiederholungen. Nur noch 4, 3, 2 und letzter. Wir haben es geschafft. Streckt euch einmal lang aus. Sehr gut. Die Arme lang und die Beine lang. Und atmet nochmal schön tief durch. Wir stellen beide Beine auf. Streckt mal die Arme seitlich aus in Verlängerung eurer Schulter
Und wir legen beide Beine geschlossen über die linke Seite. Euren Kopf dreht ihr entgegengesetzt zur anderen Seite. Wenn es euch gefallen hat und ja, ihr Spaß hattet an der Stunde, dürft ihr auch sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren. Da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen.